So, meine Lieben, also letztens im Stream, nachdem der gute Toni, ne, der Wein-Toni aus Düsseldorf, Toni Neul, mir seinen neuen Rosé geschickt hat, habe ich so anderthalb Flaschen weggemacht abends bei dem Stream und dann kam Marvin California dazu und habe mich mit seiner Community gebeten auf ein Leon Lovelock-Interview. Sorry, Talk. Nein, nicht mal ein Talk. Muskelfragen in Mexiko zu antworten. Ich habe da mal so ein bisschen bin da so ein bisschen in meine Comedian-Zone abgedriftet und lieber Leon, falls du das siehst, bitte komm noch mal vorbei zum Sag ihm bei Twitch. Du hast gesagt, du würdest zu mir kommen. Ich warte immer noch drauf. Du hast schon ein paar Mal zugesagt, abgesagt. Fand ich ein bisschen uncool, deswegen sei mir nicht böse. Seh das Ganze bitte aus meiner Comedian-Brille. Und danach ist das Thema auch wirklich zu. Danach, das war auch wirklich das letzte Mal. Ja? In the spirit of Manuelsen. Genießt die Scheiße. Genießt die Scheiße. Leon Lovelock stehen auf Frauen auf Muskeln. Ja, Leon Lovelock. Als ob ich den ganzen Namen eingeben müsste. Kommt sowieso schon. So, nochmal ein bisschen ragen hier. Stehen Frauen auf Muskeln in Mexiko? 7 Stunden. Weißt du, was der größte Feind für deinen Erfolg bei Frauen ist? Ja, Leon Lovelock. Weiß ich. Weil der ist nämlich besser gebaut als ich. Just has to be conscious. Which body part of a man for you is the most sexy? Wow. Just has to be conscious, awake. Your man need muscles or is egal? Yes, sir. I got you. Got it. I'm a YouTuber from Germany, you know, and I ask girls questions. The legs. Your roots? My roots? Yeah. I'm American? No, you're not. How am I not? You're African. Also erstmal müssen wir uns auf jeden Fall den Monster Drop reinziehen von Leon Lovelock. Bionic, holt euch bitte alle die Anzüge, weil dann könnt ihr auch vegane Pumper sein. Also ich schwöre, ich bin ja auch, ich finde mich ja auch, ohne Spaß, in meinen Augen bin ich wirklich der Heftigste, ne? Aber ich glaube, Leon Lovelock findet sich selber noch krasser als ich mich. Aber das eine ist halt begründet, das andere nicht. Ist so schlecht. Out now. Jawohl, Junge, komm. Lässt du den Intro? 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder für euch im Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Motherfucking YouTube-Channel. Laura, du hast die Movements schon fast drauf, gell? Ich versuch's. Beste Digga, ich küsse deine. Und zwar machen wir heute. Ey, bevor die Nase anfängt zu reden, ne? Ich ziehe mir auch wirklich seine Insta-Stories rein, ne? Weil ich den ja wirklich, ne? Ich feiere den ja abgrundtief. Also, er hat selber mal die These aufgestellt. Ich hätte ihn vorher mal gefeiert und dann hat er irgendwie übertrieben wegen zu viel Flex und dann ist er zu krass geworden und seitdem feiere ich ihn nicht mehr. Das ist auf jeden Fall Korrekt, absolut korrekt hier. richtig. Ist Big Mami. Danke dir vielmals für den Raid. 29 Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind hier gerade bei Flex to the Man. Drop the Intro. Nichts sagen, ihr den Man. Wie gesagt, ich war wirklich mal Leon Lovelock-Fan auf jeden Fall. Hab dann aber, der hat mir zu krass geflext dann, der wurde immer zu krass und dann habe ich gesagt irgendwann, nee, ich feiere den nicht mehr. Weil wer mich kennt, weiß ganz genau, ich steh auf jeden Fall auf nichts mehr als hohle Phrasen, Muskeln, Lolli im Mund, ausziehen, falsches Englisch. Ja, das sind halt so meine Dinger, deswegen war ich von Anfang an Leon Lovelock-Fan. Und ja, irgendwann hat er mein Herz gebrochen, weil er wurde zu krass einfach. Heute stehen Frauen auf Muskeln hier in Mexiko, Tulum. Ich bin echt gespannt, was die Mädels hier sagen. Ja, wir haben natürlich auch internationale Vibes am Start. Wir haben hier Amerikaner, Griechen, wir haben Engländerinnen, wir haben alles da. Deswegen, ich bin gespannt, was die Mädels sagen. Ja. Ich habe letztes Mal eine Insta-Story gesehen, da meinte der einfach so, da hat er so Essen bekommen, ne? Und der meinte einfach so, excuse me, what's all in here? Also der hat auch, glaube ich, mal seine Wurzeln erklärt nach dem Motto, ich komme ein bisschen aus Amerika, ich komme aus Afrika, ich habe hier meine Wurzeln, aber die sprechen ja da überall Englisch.
What's all in here? Was ist alles hier drin? What's all in here? Dann glauben wir, wir laufen da kurz durch. Sorry. Englisch in, man. Sah geil aus, da durchlaufen mit der Kamera. Krass, das Ding auch, ne? Voll. Was ist das eigentlich, Lore? Holz. Diese Laura ist auch krass. Die Laura, guck mal, über die kann ich nichts sagen, außer dass die wirklich eine freshe Persönlichkeit ist. Aber ich stelle mir halt vor, also stellt euch mal vor, ihr seid einfach so 2-3 Wochen in Mexiko quasi mit Leon Lovelock unterwegs. Und jedes Mal, wenn die Kamera an ist, kommt irgendwas mit Sheesh, vibes it in, man. Food it in, man. Irgendwann würde ich sagen, halt die Fresse! Gib keine Faust mehr in meine Richtung. Kein it in, man. Kein Lachen, wenn es kein Lachen gibt. Yoga it in, man. Nein, ich mache Yoga vor dir. For it in, man. Nur Yoga. Es ist nur Yoga. Es sind Vibes. Es ist Pumpen, es ist Essen. Ohne It In Man. Bitte, nichts mehr mit It In Man und bitte, hör auf damit. Hör bitte auf damit. Yeah, so, what's your name? My name is Janet. Jenny? Jenny. My name is Leon, hi. Hola. Nice to meet you. So, I do interviews, yeah, street interviews, and I ask girls how they like muscles. Okay. On men. Okay. You like? Yes, I like. Yeah? Yeah. You like? I like. You like? Like it in, man. You like? I like. You like? Man, need muscles or is egal? No. Ach du Scheiße, Alter. Irgendwie tut er mir auch ein bisschen leid, Alter. Begrenzte Geist it in, man. Have to have muscles? Oh, is egal. Your man? Need muscles or ist egal? No, ich komme aus Amerika. Leon Lovelock. Leon Lovelock. Does your man have to have muscles? Oh, ist egal. Yeah? Yeah. Yeah. So which is the most sexy muscle for you? Like chest, arms, shoulder? Chest, arm, all. All? All, yes, yes. Ich schwöre, das ist keine lustige Antwort. Also warum lacht der? Psychologen könnten euch sagen, warum. Ich tue es nicht. Chest, arms, shoulder. Chest, arm, all. All? All? All, yes. All. So how do you like it? Yes. You like it? Yes. Yeah? Yeah. Where you from? Mexico City. Tomorrow. Yes, ah, yeah. Tomorrow. Are you alone here? Alone? Yes. Ah, okay. All right. Thank you very much. Thank you. Peace. Ohne Spaß, ne? Jeder Psychologe kann euch sagen, ne, dass genau das hier... Alone here? Alone? Yes. Ah, okay. Wartet kurz. All right. Thank you very much. Er sagt, thank you very much. Es gibt keinen Grund zu lachen. Ist alles gut. Thank you very much. Interview vorbei. Das, was jetzt kommt. Jeder Psychologe kann euch sagen, rührt da und daher. Peace. Ciao. Milf it in, man. No more change it in, man. Und ich lese auch manchmal YouTube-Kommentare, die dann so schreiben, ey, die ganzen Hater, Leon, scheiß auf die ganzen Hater, weil die hätten alle selber gern solche Frauen. Safe gibt's Leute, die kommentieren und bestimmt auch selber gern solche Frauen hätten. Safe. Can I sit here? Yeah. Alright. So, what is your name? Alessandra. Alessandra? Maya. Jasmine. Nice to meet you. My name is Leon. Leon. How old are you? So, das ist krass. Achtet mal drauf. Ich will euch nicht Hirn waschen. Guck mal, ich habe euch selber auch gesagt, wenn Marvin zum Beispiel sagt, da ist ein Auto, da ist ein Auto, da ist ein Auto. Ein kleiner Fehler, wenn man darauf achtet, wie man Bock hat. Aber dieses Lachen wird euch nach diesem Stream niemals mehr verlassen. Nice to meet you. My name is Leon. Leon. So, und wo ist jetzt der Grund? Maya. Jasmine. Nice to meet you. My name is Leon. Nice to meet you. My name is Beavis. My name is Butthead. Leon. How old are you?
28. 23. 26. So I have a question. Which body part of a man for you is the most sexy? Okay, ich will auch gar nicht wissen, wie oft er sich das aufschreiben musste und wie oft er das auswendig lernen musste. So which part of the man muscle is the most sexy? Ja, war auch falsch, Alter. Leon, konzentrier dich. Konzentration in den, man. Which part of the body Schiefer Mund der den, man. Wow. Oh my god. The brain. Scheiße, the brain, der ist wieder raus. Nein, die geben aber auch alle falsche Antworten, ne? Wenn der wirklich ein Killer wäre, wird der jedes Mal drauf eingehen. Wenn der Killer wäre... Ich bin unentschieden. Also kann der Nächste anfangen einfach? Das zum Thema Fähnchen im Wind. So. Also ganz kurz, ne? Wenn Leon Lovelock ein absolutes Monster wäre, wird er sagen, ihr habt es gesehen heute, ich habe ein paar Mal gefragt nach Muskeln, die meinten alle Brain. Also kann der Nächste anfangen einfach? Das zum Thema Fähnchen im Wind. So. Also wenn er wirklich ein Gigant wäre, wird er einfach sagen, immer zu, die wollten halt alle Brain. Was soll ich hier? Please the brain. The heart. What are we talking about? The heart. Heart, brain. Only from the look. Gerade Zähne in 6 bis 12 Monaten. Für mich ein Unentschieden. Ey, ganz kurz. Kann der Nächste anfangen einfach? Das zum Thema Fähnchen im Wind. Ey, ist das ein Zufall? Ist das ein Zufall, dass bei einer Leon Lovelock-Unterbrechung einfach Werbung für gerade Zähne kommt? Schon ab 33 Euro monatlich mit Zahnschienen von Dr. Looks, you know? The brain. Please, the brain. The heart. What are we talking about? The heart. Only from the looks, you know? Oh, der Arme. Oh, der tut mir so leid, ne? What's the most important muscle of the body? The brain. I have no brain. The looks. What about the looks? Because I have looks. Body looks. Please the brain. My mouth is crooked, but the body. The heart. What are we talking about? The heart. Only from the looks, you know? Stellt euch mal vor, du fragst Frauen, was der sexyste Muskel, den man hat. Und die sagen das Gehirn. Und dann musst du einfach einen Cut machen. So wie hier jetzt. Please the brain. The heart. What are we talking about? Schnitt. The heart. Only from the looks, you know? Okay, the abs. The abs? Why not? Yeah, why not? Sure, why not? If I had to choose something, why not? Ooh, difficult. Yeah, you can choose. I like backs. Back? She already chose, motherfucker. She already chose. Correct. The brain. Danke. The heart. But what about the looks? The looks. Yeah. Okay. Caches. Shoulders, this upper body. Shoulders? Yeah. Have okay. It. Okay. Yeah. Yeah. Upper body, right? Okay. So, do you like muscles on men? Yes. Not too much. Not too much? No. What is too much? When it's like... Not natural. When it's not natural. Okay. And does your man have to have muscles, or...? Ey, ich würde das wirklich... Wenn ich nicht schon, ohne Spaß, wenn ich nicht schon ein paar Gläser Rosé hätte, würde ich auch nicht nach unten treten, ne? Er tut mir so leid. Ach man, das Englisch, Alter. Leon Lovelock. My name is Leon. Where are you from? America, Africa. Does your man have to have a nice... Natural? When it's not natural. Okay. And does your man have to have muscles? Does your man have to have muscles? Does your man have to have? Does your man has to have? Mein Dicker, das sind Grundregeln. Sei mir nicht böse. Dafür muss man kein Abi haben. So. No? Yes. Und für alle, die sich jetzt denken, der Cynic, Alter. Der ist auch halb schwarz, aber der ist ein Streber, ein Lauch mit einer Brille und kleinen Bizeps und so. Der wäre auch gern eigentlich so wie der Leon. Ihr habt komplett recht. Ich wäre auf jeden Fall auch gern so eine Maschine wie der Leon. Und ich hätte auch gern mal mit solchen Frauen gesprochen, denn das habe ich noch nie. Strong. I got you. Got him. Yes. Why? Yeah, you're just honest. I'm really honest, but I because I find it attractive, mm-hmm. And for me, strong. Yeah. But it doesn't have to be.
muscles. Yeah, but they have to have muscles a little bit. Little bit. Okay. Verlorene Seele. Okay, brain, aber they have to have muscles, okay? They have to have muscles a little bit. Little bit. Okay, nice. Thank you very much. Have a nice stay here. How long are you going to stay here? Thank you. Ah, you live here? Yeah. I want to live here too. Yeah. Where do you live? Okay, nice. Thank you. Have a great one. Bye-bye. Bye. Ich küsse dein Herz. Laura, beste Kameramann, ohne Scheiß. Laura, beste Kameramann. Is it something we don't know? Ich bin nie wieder mit einer echten Kamera. Das sind die Vibes, you know what I'm saying? Let's go, bitch boy. Bisschen mit dem Arsch noch? Sorry, sorry. Hi. Do you have like 2 minutes time? I'm a YouTuber from Germany. You know, now ask girls questions. Do you have like 1 minute time? Yeah? What's your name? Liz Toso. We are of Argentina. Ah, you're from Argentina. What's your name? Antonella. Antonella, nice to meet you. My name is Leon. Hi. What? Carmen. Carmen. So I have a question. Which body part of a man for you is the most sexy? ¿Qué parte del hombre? La sonrisa, the smile. Lips? Ah, the smile? Please smile for them. Please show them your crooked smile, Leon. A smile, okay, and you? The hands or the brazos. Okay, okay. You like muscles on men? Yeah. Does your boyfriend have to have muscles or? You don't have boyfriends? Yes. Ah, you don't have boyfriends? No. Okay. How old are you? 28. 28? Okay, and you? 28. 28. Okay. Thank you very much. Nice meeting you. Bye bye. Ciao, girls. Bye. You're very beautiful. I love you. Draufbleiben, 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 draufbleiben für immer einfach. Was? Ich gehe mit, scheiß drauf. Was für ein Schlingel. Laufcock. The next one, what's your name? Karen. Karen. Yeah. Nice to meet you, Karen. Nice to meet you. We stay in the same hotel, right? We are staying in the same hotel. Yes. Ey, sie ist die. Ich mach kurz auf Deutsch. 1 second. We are staying in the same hotel. Yes. Ey, sie ist die. Ich mach kurz auf Deutsch. Hältst du die Fresse, ist das klar? Mann, oh. 1 second in German. Sie ist diejenige, die mir den Adapter gegeben hat für meinen Laptop. You gave me the adapter, right? Yes. Yeah, the adapter. Scheiße, Mann, der Arme, ey. Aber ohne Spaß, sein Buddy ist heftig. Wie gesagt, ich war großer Fan. Ich war wirklich großer Leon Lovelock-Fan. Als er angefangen hat mit seinen Abitur, mit seinen Studiumgeschichten und dass er jetzt pumpen will und so, da war ich noch großer Fan. Aber dann wurde er zu krass, dann ging nicht mehr. Deswegen, das ist der Grund für meinen Hate. Laptop. So I can cut the music, the YouTube video for German. Sie ist diejenige, die mir den Adapter gegeben hat für meinen Laptop. You gave me the adapter, right? You gave me the adapter, ja. Right, for the laptop. So I can cut the music, the YouTube video for my people, you know? So they, wie sagt man? Die sind ihr dankbar. Ohne Spaß. Arschgesicht. Versteh die Frage nicht. Das kann doch nicht sein. Wie sagt man noch? Was ist das? Helft mir kurz. Helft mir ganz kurz. Schreibt mal bitte ganz kurz in den Chat. Helft mir ganz kurz. Schreibt mir ganz kurz in den Chat. Wie sagt man das nochmal? Wie sagt man das nochmal? Dankbar. Was heißt nochmal dankbar? Was heißt nochmal dankbar? Wie sagt man das nochmal? For my people, you know? So they... Wie sagt man? Die sind ihr dankbar. Arschgesicht. Versteh die Frage nicht. Yeah, they're very thankful.
that you gave me the adapter. Krass. Und der kann das nicht mal wiederholen. Der führt den Satz einfach vor. No, you're welcome. It was a pleasure. So, I have one question. Ist für mich Which ein body part also of a man? Kann der nächste anfangen einfach? Das zum Thema Fähnchen im Wind. So. Is the most sexy for you? Ah, the legs. The legs? Yes. First time. Yeah? Yeah. Why? Oh, ich habe anscheinend gerade einen Witz verpasst. Einen Moment. Weil Leon hat gelacht. 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 Passt aber auch. Love. Legs. The legs? Yes. First time. Yeah? Yeah. Why? I just love big legs, but you know, big toned legs, you know, strong. Strong. Yeah. How big they must be. Man darf natürlich die Crowd hier auch nicht überbewerten. Was habt ihr verstanden? Alles vorbei. Toned legs, you know, strong. Strong. Yeah. How big they must be. How big they must be. My name is Borat. Nice. Which muscle part of sexy body you like most? Legs. How big they must be. Thanks for the adapter. Jak się masz? Mine isn't too small, right? They too small. Yeah, yours too small, right? Yeah. Yeah. All right? No, yours are okay, but I love a little bigger. Yeah? Yeah. Okay. So, do you like muscles on men? I do. Does love your boyfriend have to have muscles? Yes. Wie der immer switcht. He needs to be at least athletic. Mm-hmm. You know, a little tone, not slim or no. Ich schwöre auf alles, Leon Lovelock weiß nicht, was toned heißt. Aber ist auch egal. Muscles, mm-hmm. You do sports too? I train. How much a week? How many times a week? I don't train. I mean, twice a week. Oh, okay. Yeah, and by the way, this is not from training. Yeah, I'm being honest. Woohoo! I like that. So, what kind of music do you like? You're from London, right? I'm from London. I'm a DJ, by the way. Oh, okay. Yes. You know Abracadabra? Yes. I love him. Yes, I do. Boah, ohne Spaß, ne? Ich würde jetzt mal sagen, abschließend auf jeden Fall, also nicht abschließend, weil das Video muss noch weitergehen, safe. Ich liebe sowas. Das ist mein Charakter. Der darf auf gar keinen Fall hier in den Stream kommen. Der soll wirklich, wie er schon selber meinte, der muss zu Marvin, California gehen, weil da ist so, wie Leon Lovelock meinte, der hat Herz. Ah, oh, okay. Yes. You know Abracadabra? Yes. I love him. Aber was denn daran lustig, dass du den magst? You know Harlow the Dawn? Yeah, I love Harlow the Dawn. Nein. Yeah, I love him. Yes, I do. I play house music, minimal, so I'm into house music. All sort of house, you know, deep house. Yeah, but I love all music, you know, hip-hop, R&B, Afrobeats. I love Afrobeats. All right. Okay. Yeah. Thank you very much. Oh, thank you. Have a good... Come on. Boah, der tut mir so leid. Nee, der tut mir nicht leid. Ich bin neidisch, wollte ich sagen, weil so eine Frau wollte ich auch immer mal schon umarmen. Ich habe solche Frauen noch nie live gesehen. Ich wäre so gerne an seiner Stelle. It was fun. Das Ding ist, wenn du Leon Lovelock bist, du musst auch gar nicht großartig nachdenken, ne? Das Leben ist so einfach, wenn du Leon Lovelock bist. Das ist so einfach. So you want to say your Instagram or something? Yeah, by the way, my Instagram is Karen Lopez Audio. Lopez. So, yeah, follow me, stay tuned. Ey, seid mal nicht böse, aber ich kann nicht mehr. Ohne Spaß. Es ist auch fies, was ich mache, ne? Aber ohne Spaß, das sind Sachen, die der selber reinstellt, ne? Ohne Spaß. Guck mal, ich sag da gar nichts zu. Ich sag da wirklich nichts zu. Yeah. Hey.
something like. So you warte, warte, say warte. Your Instagram or something? So. Und jetzt, ich mach den Ton aus. Bitte nur auf Leon Lovelock gucken. Das ist sein Video, hat der so hochgeladen, für gut befunden. Okay. Ich kann nicht mehr. Ey, seid mir nicht böse, ne? Aber das ist doch... Wer hält denn... Guck mal, das ist... Ich hab nicht mal den ganzen Bildschirm für mich, ne? Aber der... Wenn du ein Mikro hast... Du hast ein Mikro... Hey, na, alles gut? Ja, alles gut? Das ist doch... Mach doch dann einfach nicht. Mach doch nicht. Ich würde es, ohne Spaß, ich würde so feiern. Weißt du, was ich feiern würde? Was aus seinem Horizont entspricht? Ohne Spaß. Und gleich nimmt er noch die Brille ab, ja? Okay, das lasse ich noch kurz laufen. Der denkt sich gerade, okay. Crooked, smile it in. Also crooked, falls du siehst, Leon, schief, krumm. der nimmt gleich noch die Brille ab, weil er sich denkt, okay, the crooked smile is not enough. Also ihr kennt mich, ne? Also der Großteil von euch kennt mich. Ich bin gehässig, ich diskutiere gerne. Ich lasse mich auch gern vom Gegenteil überzeugen. Das ist auch alles voll in Ordnung. Aber ich liebe... ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich kann, was soll ich machen? Hey, hey, hey. Das ist so schön. Ich glaube, beim Cynic war das so, der hat mich erst krass gefeiert und dann habe ich wurde ich irgendwie dann wurde ich zu krass. Und dann hat er sich gedacht, nee, doch nicht. Ja, und genauso ist es auch. Muskeln, ja oder nein? Sorry, I have a question, ja? Yeah? I have a question, ja. Yeah. You are brown, I'm brown. Maybe you can speak English, but I speak English besser, ja. Yeah. I got Laura with me. Laura, you know Laura? 1 week ago, she could talk perfect English. But now she's 1 week with me and all she does is... Everything it in, man. Can I film you? You good?
Yeah, she's good. What's your name? Naila, what is this for? YouTube. Okay, yeah, Naila. What? Naila. Naila, where are you from? I'm from North Carolina. And roots? Your roots? My roots? Yeah. I'm American? No, you're not. How am I not? You're African. I know, that's right. You don't know? I don't know. Okay, okay. So I ask girls, yeah? I have a question. I ask girls how they like muscles on men. Because I don't have a brain, and when they say brain, I keep continuing asking them about favorite muscles. And if they say smile, I say no, it's not about smile because I got a fucking crooked one. It's about muscles. So which one of my muscles do you like the most? Everywhere. Does he have to? He should. Yeah? Yeah. So a man without muscles don't get no chance? Men build muscles so easily, so there's no excuse for you not to have any. Like, y'all think of a crunch and get abs. Mm. So ja, stimmt. Das stimmt. Das ist wissenschaftlich bewiesen, was sie jetzt sagt. So a man with jetzt pass auf, jetzt kommt eine wissenschaftlich erwiesene These von der Frau, die den Bikini in der falschen Größe gekauft hat. Hört zu. Without muscles don't get no chance. Hört zu. Jetzt kommt eine These von der Frau. Was für These? Das ist ein Fakt, ein wissenschaftlicher Fakt, den die Frau jetzt droppt. Ich übersetze ihn gleich auch ganz kurz für Leon Lovelock. Men build muscles so easily. Männer bauen Muskeln so einfach auf. So there's no excuse for you not to have any. Es gibt keine Entschuldigung für Männer, keine Muskeln zu haben. Und Leon denkt sich, ja, das stimmt. Klar bin ich genetisch begünstigt und das ist das Einzige, was ich zu bieten habe. Aber like, y'all think of a crunch and get abs. So ja, man denkt an, wie heißen die nochmal, Alter? Sit-up, man denkt an Sit-up und man bekommt sofort Bauchmuskeln, richtig. So why don't you have them? Like, I just feel like it's a very easy process. Hört zu, meine lieben Freunde. Ja, hört zu, meine lieben Freunde. Also an all die Männer da draußen mit Lauchstatur wie meiner oder Schwabbelkörper, an die ganzen fetten Schweine da draußen. Es gibt keine Entschuldigung für euch, keine Muskeln zu haben. Das, was die ganzen fetten Schweine nicht kapieren, ist, ihr müsst nur an Sit-Ups denken und schon bekommt ihr Bauchmuskeln. Ja. Nicht immer nur an ihr Los Vojos und so. Freunde, hör zu. Come on, let's do the outro, man. 3, 2, 1, go. Yes, Freunde, das war's jetzt gewesen mit dem Video. Stehen Frauen auf Muskeln in motherfucking Mexico, Tulum. Wir haben das Video innerhalb von original 15, 20 Minuten auf. Ohne Spaß, hat man gar nicht gemerkt. Hat sich angefühlt wie eine sehr, sehr ausgereifte, geskriptete, lang geplante Produktion. Waren tatsächlich echt nur 15, 20 Minuten, wäre ich niemals drauf gekommen. Kein Struggle, nix. Einfach alle Frauen angesprochen, die wir gesehen haben. Alle sahen sexy aus, alle haben geile Antworten gegeben. Ich küsse euer Herz. Peace. Die Frage ist, wisst ihr, was ich voll feiern würde? Wenn jetzt jemand gerade auf dem Meer ist, der irgendwie vom Surfbrett kippt oder jemand, der irgendwie untergeht oder so, ist mein Humor. Dass es dann auch lohnt zu lachen. Wo ist der Grund, jetzt nochmal den Beavis zu machen? Da haben geile Antworten gegeben. Ich küsse euer Herz. Peace. Worüber lacht er da? Was ist denn da so lustig? Mann, ich bin Comedian. Ich will einfach nur die Quelle der Comedy. Ich will die gerne wissen. Was ist da so lustig? Ach so. Oh. Ey, ich hab was vergessen. Be unique. Dabei ist alles. 6-8 in Tulum. Ja. Also, ich verstehe seinen Humor wirklich nicht. Ja, das stimmt. Da ist auch ein ganz klarer Charakterfehler, ein Humorfehler auch von mir. Dass mein Kopf ist einfach irgendwie anders gepolt. Ich bin die ganze Zeit hier so auf, keine Ahnung, Bill Burr. Volker Pisper, Cedar Somunchu, das sind so, aber ja, zu Leon Lovelock muss man erstmal hinfinden, auf jeden Fall. Nicht vergessen, auf jeden Fall, wenn ihr auch mal so cool aussehen wollt, 6-8, dabei ist alles, weil dabei ist. 6-8 ist alles, weil dabei ist alles. Be unique, sei einzigartig. Sei nicht so eine hohle Pumpergestalt, die mit schlechtem Englisch kommt und hohlen Phrasen. Sei einzigartig. Hm? Setz dich nicht bei einer Fitnessmesse hin, während du mit einer erwachsenen Frau redest. Fass dir an die Eier, hab einen Lolli im Mund, nimm den raus, wenn du Fragen stellst.
Sei einzigartig. Hm? Versuch nicht deine Homies penetrant in Feature-Anfragen reinzudrücken. Sei einzigartig. Hm? Sei einzigartig. Sei keiner von diesen Flex-It-In-Man-Leuten. Sei einzigartig. Be unique. Dabei ist alles, weil dabei ist alles. 6-8 in Mexiko. Seis ocho en Mexico. Por favor. Let me see you go. Ohne Spaß, ne? Könnt ihr euch vorstellen, dass mich das Intro schon getriggert hat? Ich meine, ich habe auch ein Video von mir, ein Spaßvideo, wo ich sage, der Günther kann auch Basketball spielen und ich mache ein Dunking an einem Korb, der hängt auf 1,70 Meter. So. Jeder, der Basketball spielt, weiß ganz genau, aufgrund dieser ersten Sequenz, der Leon ist kein Basketballspieler. Bestimmung. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ich bin hier gerade am Rhein in Mannheim. Da drüben ist Ludwigshafen. Ist auf jeden Fall hier richtig geil. Hier komme ich auch ab und zu einfach mal so her, um zu entspannen. Ein bisschen zu relaxen und ein bisschen so nachzudenken. Und in letzter Zeit habe ich einfach voll viel nachgedacht. Und wir haben auch sehr viele Sachen gemacht. Wir haben sehr viele Schritte gemacht. Die möchte ich einfach mal mit euch teilen. Das ist jetzt wirklich ein kurzer Real Talk hier an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Weil ich will euch einfach nicht im Trockenen stehen lassen. Sagt man das so oder wie sagt man das so? Genauso sagt man das. Ja, ich will euch einfach nicht so im Wald stehen lassen, sage ich mal. Ich will euch einfach. Dann lass uns nicht im Wald stehen. Weil im Wald, Digga, du weißt selber, Äste, Bäume, Blätter und so. Lass uns da nicht stehen. Da will keiner sein. Wir wollen bei dir sein. Am Rhein. Einfach abholen. Ich will mit euch teilen, was wir so machen, was wir so vorhaben, was in Zukunft geplant ist und was für Schritte ich. Ich habe mir eben noch gedacht, kannst du bitte einmal, wenn du mit mir redest, die Brille abziehen? Euch teilen, was wir so machen, was wir so vorhaben, was in Zukunft geplant ist und was für Schritte ich gemacht habe. Erstmal musste ich darüber sehr viel nachdenken, mit Fanus natürlich reden, weil wir haben zusammen einen heftigen Schritt gemacht, so beide, für uns beide war das wirklich krass und das möchte ich jetzt einfach mal kurz mit euch teilen. Da geht es einfach darum, dass ich und Fanus uns einfach gesagt haben, dass wir unsere Träume wirklich leben wollen und dass wir nicht festhängen wollen irgendwo, wo wir eigentlich gar nicht sein wollen. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache kurz den Real Talk und ich erzähle euch jetzt, was genau wir da gemacht haben. Was hat mich dazu bewegt? Wir haben schon lange darüber diskutiert, lange darüber geredet, was machen wir in Zukunft, was sollen wir machen, irgendwas Eigenes müssen wir machen. Wir können uns nicht vorstellen, unser Leben lang für irgendjemanden zu arbeiten, unser Leben lang quasi in diesem System gefangen zu sein, in diesem normalen. Erstmal ein guter Gedanke, weil den Ironie off, den Gedanken habe ich auch gehabt. Das ist ein guter Gedanke, nicht gefangen zu sein, nicht im Hamsterrad zu sein, aber du musst ja eine Vision haben, du musst ja irgendwas können. Irgendwas musst du ja können, außer im Körper. Ein Arbeitssystem, 8 bis 16 Uhr arbeiten. Ich habe es schon in so vielen Videos auch damals erwähnt. Ich will nicht wissen, wie viele Leute es da draußen gibt, die ihre wahren Träume und Ziele einfach nicht verwirklichen, weil sie in irgendeinem System oder in irgendeinem Unternehmen gefangen sind, wo sie nicht mehr rauskommen. Aber es gibt immer irgendwie einen Weg daraus. Es gibt immer irgendwie einen Weg, dass du deine eigenen Träume und Ziele wirklich verwirklichen kannst und leben kannst. Und dann gab es halt diesen einen ausschlaggebenden Punkt, der mich dazu bewegt hat. Aber was war der ausschlaggebende Punkt, der dich dazu bewegt hat? Was war der? Oder mir gesagt hat, hier geht's nicht mehr weiter, hier muss ich einen Cut machen, hier muss. Was war das? Muss ich abbrechen und hier muss ich wirklich ab diesem Tag oder ab diesem Zeitpunkt anfangen, meine wahren Träume, Ziele wirklich zu verfolgen und einfach der beste Ich zu werden und alles. Ja, das ist ein guter Gedanke. Ich habe auch schon oft den Gedanken gehabt, wie werde ich der beste Ich? Ich bin auch damals 30 gewesen, da war ich auf Mallorca. Ich habe Frauen gefragt, was das sexyste Brillengestell ist, was die kennen. Und bis die nicht hilfiger gesagt haben, bin ich auch nicht weggegangen. Ohne Spaß. Ich habe gesagt, steht hier auf Locken, steht hier auf Bärte, steht hier auf dünne Beine, auf eingefallene Wangenknochen, steht hier auf Brillen. Und bis die nicht gesagt haben, ja, bin ich einfach nicht abgehauen. Ich habe mich aber auch da gefragt, wie werde ich der beste Ich? Punkt anfangen, meine wahren Träume, Ziele wirklich zu verfolgen und einfach der beste Ich zu werden. Und ja. Wie werde ich der beste Ich? Alles zu geben einfach. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, meinen Job aufzugeben. Ich habe ja, wie viele von euch mitbekommen haben, für BMW gearbeitet in Teilzeitbeschäftigung. Habe da angefangen zu arbeiten, erst als Praktikant. Dann habe ich meine Bachelorarbeit da geschrieben. Und dann habe ich mich überzeugen lassen, dann noch länger als Teilzeitmitarbeiter da anzufangen und zu arbeiten. Habe einfach selber gemerkt, wie ich dann so langsam in dieses System reingerutscht bin. Mich auch selber, ich bin halt ein Typ, ich bin leicht zu begeistern. Habe mich selbst begeistert mal wieder und fand es auch eigentlich cool, was ich da gemacht habe. Guck mal, das ist wirklich Real Talk, Real Talk. Guck mal, ich glaube, der will niemandem was Böses.
Safe. Der hat keine bösen Gedanken. Der ist einfach nur whole as fuck. Und ist wirklich leicht zu begeistern. Das kann man wirklich so stehen lassen. Das ist für mich mein Fazit, was ich gezogen habe als ehemaliger Fan seiner Schaffenskunst, seines Schaffens. Und als er dann wirklich, bis er dann zu krass wurde, da war ich halt raus. Das war mir zu viel Flex. Aber das kann man wirklich so stehen lassen. Der will keinem was Böses und der ist sehr, sehr begeisterungsfähig. Und ich glaube auch, der wird erstmal eine Zeit wirklich in Mexiko bleiben, weil er wirklich davon überzeugt ist, der kann da Moves machen. Und das Ding ist, der kann da auch Moves machen. Und ich werde es mir auch reinziehen. Also mich wird er als Viewer, solange der irgendwas macht, wird er mich als Viewer niemals verlieren. Weil ich das brauche. Weil ich habe jeden Tag so Momente oder ich habe so kreative Schaffensphasen, wo ich mir denke, Mann, Alter, bist du doof oder was? Und dann gucke ich mir so ein Video an und denke mir so, ach nee. Alles ist gut. Ich habe aber gemerkt, dass ich einfach meine eigenen wahren Träume und meine eigene wahre Bestimmung einfach nicht mehr lebe. Und dass ich einfach das vernachlässige und das wollte ich nicht mehr. Ich glaube auch, der hat wirklich eine Bestimmung. Er ist ja auch, naja, darf man jetzt überhaupt sagen, ja. Leon Lovelock ist ja, glaube ich, auch gläubig. Ne? Und ich glaube, der ist einer der Menschen, der wirklich denkt, jeder Mensch hat eine Bestimmung. Jeder Mensch ist für irgendwas auf der Welt da. Klar, ein paar Millionen sterben hier sind Penner, da sind ein paar Reiche, die quälen die Armen und so. Aber jeder Mensch hat eine Bestimmung. Das ist, glaube ich, echt seine Denke. Ich war 2 Wochen krank, ich habe eine wirklich extrem heftige Grippe gehabt. Ich habe es auch auf YouTube oft genug gesagt, ihr habt es mitgekriegt. War dann einfach so, dass ich in der... Aber was war nach der Grippe? Hast du während der Grippezeit Zeit für dich selber gefunden, nachzudenken, was deine Bestimmung ist? Derzeit viel nachdenken konnte und eines Abends habe ich mir dann den Film reingezogen von Notorious B.I.G., ja? Ich lege euch das... An der Stelle ein Weltklasse-Film. Viele Leute sagen, einer der schlechtesten Hip-Hop-Filme aller Zeiten, aber Leon Lovelock hat den gesehen während seiner Grippezeit und hat dann gemerkt... Wirklich ans Herz, ich lege euch den Film wirklich ans Herz, guckt euch das Ding mal an. Ja, das ist ein Gigantenfilm, Monster-Schauspieler, Killer-Storyline. Den habe ich schon einmal geguckt, aber dieses zweite Mal hat mich wirklich bewegt. Ich war im Bett gelegen und dieser Moment, wo er dann gestorben ist, wo die Mutter im Auto sitzt und Richtung nach Hause fährt, ihren Sohn hinten drin nach Hause. Und dieser Film, wo dann, ich habe den einmal schon gesehen, da habe ich das zweite Mal noch gesehen, da sitzt dieser, dieses verkrunkelte Wesen in diesem Fahrradkorb. Und dieser Moment, wo der dann nach Hause telefoniert, das war dann wirklich der Moment, wo ich dachte... ...gestorben ist, wo die Mutter im Auto sitzt und Richtung nach Hause fährt. Ihren Sohn hinten drin nach Hause fährt quasi, in die Hood, nach Brooklyn. Das war für mich so krass bewegend, weil ich mir in diesem... Hey, guck mal, Fanus oder Badesh oder wie die heißen. Guck mal, wenn ich dann anfange den Satz mit, dass es bewegend war, kannst du dann wieder dieses Piano-Sample einbauen? Weil dann kommt das krasser. Nee, du verstehst nicht, weil dann glauben die Leute das mehr. In die Hood, nach Brooklyn. Das war für mich so krass bewegend, weil ich mir in diesem Moment einfach vorgestellt habe, was ist, wenn du stirbst, bevor du überhaupt angefangen Hello. Hast, deine wahren Träume und deine wahre Bestimmung zu leben. Und das hat mich so traurig gemacht. Ich habe das so intensiv gefühlt, dieses Gefühl. Also ich habe wirklich Tränen gekriegt. Das kann ich auch hier ganz offen mit euch teilen. Ich bin ein Typ, ich kann meine Emotionen teilen. Ich kann. Ja, das macht dich ja auch aus, dass du Gefühle fühlst und dass du Tränen auch teilen kannst. Ich kann es euch sagen, ohne jetzt irgendwie unmännlich zu wirken oder so. Alles Schwachsinn, Leute. Lasst euch davon nicht beeinflussen von irgendwelchen komischen Meinungen von irgendwelchen anderen Leuten. Und ja, das war halt einfach so, dass ich dann auch Tränen im Auge hatte. Und dann habe ich mir gesagt, ab diesem Tag, ich habe gesagt, ab heute werde ich meine Träume und meine Ziele verfolgen und leben. Und ich werde nicht mehr für irgendjemanden arbeiten. Ich werde nicht mehr alles, was ich habe, in irgendwas rein investieren, was nicht mir gehört. Ich möchte für mich arbeiten. Ich will für meine Familie was aufbauen. Und mein größtes Ziel ist es einfach, dass meine Mutter nicht mehr arbeiten muss. Mein größtes Ziel ist es, dass meine Kinder eine Basis haben, wo sie drauf aufbauen können, um das zu machen, was sie wirklich wollen und nicht um das zu machen, was irgendwelche Systeme euch vorschreiben, irgendwelche Eltern euch sagen oder Lehrer euch sagen. Wir werden von Anfang an in diese Klassenzimmer reingedrängt und... Es gibt diese Momente im Leben, wo man denkt, es geht nicht mehr weiter. Ihr wisst alle, ich habe diese Ausbildung gemacht bei BMW. Ich habe diese Ausbildung gemacht und ich habe gemerkt, nein, Teilzeit ist nicht deins.
Ich muss raus. Ich muss meine Träume verwirklichen. Sorry. Ich muss meine Träume verwirklichen. Ich muss raus in die Welt und ich muss Fragen stellen. Ich muss Fragen stellen, wo die Leute sich selber denken, kann das stimmen? Oder kann das nicht stimmen? Fragen wie: What's the sexiest muscle on a man? Und wenn die dann antworten: It's the brain, it's the smile, sage ich: Nein! It has to be the chest, or the biceps, or the triceps, or the abs. Ich bin ein kleiner Junge aus Mannheim. Und ich habe immer, immer dran geglaubt, dass es meine Bestimmung ist, in Berlin auf den Kudamm zu gehen, mein Hemd auszuziehen und Frauen zu fragen, ob sie auf Muskeln stehen. Do you like muscles on men? 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 Your ex-boyfriend, she have to have muscles. She has to have muscles. She has to have muscles. She have to have muscles. Hätte mir damals in Mannheim jemand gesagt: Leon, du wirst 2021 während der Corona-Zeit ohne Masken auf öffentlichen Partys an Stränden rumlaufen und operierte Ärsche umarmen, hätte ich gesagt: Nein, das ist gelogen. Doch heute ist es soweit. Ich sammle Nummern am mexikanischen Strand und ich bin stolz darauf, denn es waren nur 15 Minuten und ich habe sie alle gesammelt und ich habe sie alle weggemacht. Wer ist Corona? Ich gehe raus. Und wenn die anderen drin bleiben, ich werde rausgehen. Und wenn die anderen drin bleiben, ich werde rausgehen. Und wenn die anderen drin bleiben, ich werde rausgehen. Und wenn die anderen drin bleiben, ich werde rausgehen. Denn ich bin Leon. Leon Lovelock. I made music. It was a hit. Me, I'm Leon Lovelock. I'm American, but I don't speak English for shit. Rise up. Steht auf. Wehrt euch. Zeigt den Frauen eure Muskeln. Fragt sie, welche Muskeln sie lieben. Scheiß aufs Brain, scheiß aufs Smile, scheiß aufs Conscience, scheiß aufs Jawline. Muskeln. Scheiß auf Charakter, scheiß auf Humor, scheiß auf Talent. Muskeln. Es sind Muskeln. Das Einzige, was noch zählt, sind Muskeln. Sollte einer von euch denken, das, was ich sage, wird nicht stimmen, lass mich jetzt kurz das Licht dimmen. Ganz groß. Ganz groß. Uns wird gesagt, wir müssen die Fresse halten und dem Lehrer da vorne zuhören, aber das engt uns ein. Wir können nicht wir selber sein. Wir können nicht unsere wahre Bestimmung finden, wenn wir so eingeengt werden von so vielen Seiten. Deswegen seid offen, seid ehrlich zu euch selber, fragt euch selbst, setzt euch hin, fragt euch selbst, ob ihr das, was ihr gerade macht, zu 100% liebt. Ob ihr das euer Leben lang durchziehen könnt oder wollt. Und wenn ihr zu dem Entschluss kommt, dass es nicht so ist, dann fangt an, ab heute, genau ab diesem Punkt, eure wahren Träume und Ziele zu verfolgen. Um daran zu arbeiten. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten einreden, dass ihr es nicht könnt. Jeder von uns ist zu irgendwas berufen. 80-90% von den Menschen da draußen werden sagen, das, was wir beide gemacht haben, wir haben unseren Job gekündigt und wir haben uns jetzt 100%ig fokussiert auf unsere Sache. War ein dummer Schritt. Das werden 80-90% von den Leuten da draußen zu uns sagen. Das war der dümmste Schritt ever. Ich schwöre, wärst du bei BMW geblieben, du bist groß, du bist breit, scheiß mal auf Crooked Smile, du im Anzug, du hättest Autos verkaufen können, von hier bis sonst wo. Du hättest so ein Business machen können, ohne Spaß. Du hättest vernünftiges Geld verdient. Du bist ja auch kein Kreativling.
Du hättest machen können, was du willst. Stattdessen umarmst du operierte Ärsche in Mexiko. Und das ist deine Bestimmung, oder was? Nein, ist es nicht. 70 Kilo Brillenschlangen machen sich im Internet über dich lustig. Das kann's doch nicht sein. Und die einzige Möglichkeit, dem zu kontern, ist, den umzuhauen. Und wenn du den umhaust, die Brillenschlange, dann hast du auch verloren. So wie ich gerade gegen Cassius Clay. Also, ohne Spaß, die beste Möglichkeit, ne? Der beste Weg wäre wirklich Rückflugticket von Mexiko nach Frankfurt, nach Mannheim gehen und sagen, you know, ihr habt gesehen, ne? 3-4 Jahre Muskeln in den Man. War nur Spaß. Meinst du, ich kann eventuell wieder Autos verkaufen? Ich kann mittlerweile auch Englisch, kann sich wieder, ich will einfach nur Autos verkaufen. Das wäre so ein nicer Move. Sagen werden. Aber wir lassen uns davon nicht beeinflussen, weil 80-90% auch von diesen Menschen einfach gefangen sind in irgendeinem System und es gar nicht erst nachvollziehen können. Und genau da wollen wir raus. Wir wollen unsere wahren Träume und Ziele verwirklichen und das machen wir jetzt. Ihr habt es mitgekriegt, in dem letzten Video habe ich schon gesagt, oder ich weiß nicht, ob ich das Video sogar vorher noch raushau, ob ich das sogar heute direkt noch online bringe, heute ist Freitag. Ja, es wird am Sonntag eine Homepage erscheinen, wo man mich als Personal Trainer buchen kann. Ich möchte einfach den Menschen die Möglichkeit geben, die mich als Trainer haben möchten, die vielleicht von dieser Philosophie und von diesen Geheimnissen in Anführungszeichen, von dieser Denkweise einfach noch mehr sehen, wissen wollen. Und dafür habe ich jetzt einfach eine Plattform gegründet. Wir haben dafür Geld ausgegeben. Wir haben ein gewisses Startkapital, von dem wir am Anfang erstmal... Ey, ich wünschte, ich wäre nicht ich. Und ich wünschte, es wäre so 6 Jahre zurück oder 4 Jahre zurück, wann das war, mich da einfach mal undercover einschleusen und sagen, ey, Leon, ich habe deine Videos gesehen. Ich will da auch... Ich habe mir Gedanken gemacht, ich bin Mindset-technisch voll bei dir. Ich will jetzt auch meinen Buddy straffen und so. Teach me something. Preach, Bruder, preach. Und das dann einfach mit versteckter Kamera aufnehmen und mich dann genauso drüber lustig machen, wie ich es gerade mache. Leben müssen. Wir können auch. Man darf auch nicht vergessen, ne? Ich bin ja wirklich auch maximal verbittert. Bei mir läuft gerade überhaupt nicht. Battles haben nicht funktioniert, Comedy hat nicht funktioniert, YouTube hat nicht funktioniert, Twitch funktioniert überhaupt nicht. Ich habe keine Frau, ich habe kein Kind. Mir geht's schlecht, daher die Verbitterung. Das darf man bei allen nicht vergessen. Auch da zu diesem ganzen Thema, was wir jetzt vorhaben und wie es weitergeht bei uns, ja, einfach auch nochmal tiefer reingehen in die ganze Materie, wenn ihr da Bock drauf habt, auf jeden Fall. Das machen Safe. Wir gerne für euch. Und ja, super. Ihr habt jetzt einfach die Möglichkeit, mich als Trainer zu buchen. Erstmal vorerst nur als Trainer, Personal Trainer. Ihr habt die Möglichkeit, euch einen Trainingsplan zu bestellen und ihr habt die Möglichkeit, euch von mir online coachen zu lassen. Wird dann über Skype, wird dann über E-Mail, wird dann über Telefon auch teilweise, über WhatsApp. Ich bin da sehr persönlich so. Wird es dann stattfinden. Und ja, die Möglichkeit habt ihr jetzt einfach, Leute. Wenn ihr Bock darauf habt, dann macht's einfach. Und wenn nicht, dann macht's nicht. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da hinten zwischen diesen Sträuchern von diesem Busch sieht man Cassius Clay, glaube ich, auch zurückrudern. Irgendwo ganz weit da hinten. Obwohl er mich heute gut genommen hat, ne? Muss man ehrlich zugeben. Ja, ich habe es schon selber mitgekriegt von vielen Freunden von damals oder Partnern von damals. Die haben immer so einen negativen Vibe gekriegt oder einen Hate gekriegt, wenn die irgendwie versucht haben, mit dem, was sie lieben und mit dem, was ihnen Spaß macht, irgendwie Geld zu verdienen. Und ich möchte das einfach nicht. Also ich will keinen negativen Vibe erzeugen oder so. Ich will euch einfach sagen, dass mein Traum ist, irgendwie Menschen zu motivieren, irgendwie Menschen so zu motivieren, weißt du, dass du da draußen der beste Du bist, dass du dieses Tool... Ja, aber sei mir nicht böse, Alter. Der Duden ist dein größter Feind. Nutzt Fitness und diese Einstellung, die ich habe, für dich nutzt, um besser zu werden. Das ist einfach mein Ziel. Und wenn ich damit noch Geld verdienen kann, dann muss ich mich in kein System reinquetschen. Dann muss ich nicht irgendwie für jemanden arbeiten, sondern bin einfach glücklich. Und das stimmt. Ist einfach mein Ziel. Und ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Ich habe jetzt voll gebabbelt, hey, so. Was meinst du, Digga? Vollkommen recht, Mann. Ja? Ja, ich habe dich auch voll gefühlt. Ja? Weil wir in derselben Haut stecken. Ja, ja, ja. Hast du gefühlt, ja? Auf jeden Fall, ja. Okay, das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn der Mann hinter der Kamera das auch fühlt... Ja. So, Entschuldigung.